Schuss und Tor! Sehr gut! Oh nein, ich muss mich beruhigen mit meinen Atemübungen. Alles ist gut, alles ist gut. Katztastisch begrüße ich euch zu Mario Strikers Battle League Football hier auf Katze. Heute ist es Zeit für den nächsten Pokal, den wir uns schnappen möchten. Um welchen Pokal handelt es sich? Na, ist doch glasklar. Um den Trickpokal. Hier geht es darum, dass meine Gegner sehr, sehr viele Tricks im Spiel einsetzen, um ihre Tore zu erzielen. Also viele Kombinationen. Die Kombinatorik. Wir spielen heute mit Yoshi als Teamkapitän. Ihr habt es gesehen, Donkey Kong, Toadie und auch Mario sind in unserem Team. Und auf der gegnerischen Seite Peach, Mario, Luigi und Waluigi. Okay, ein ziemlich interessantes Team. Wir spielen gegen die Bowls hier im Pilzkönigreich-Stadion. Mal sehen, wie wir vorankommen werden. Und das war schon mal gut. Wow, Yoshi! Also ich muss sagen, Yoshi ist schon mal ein super Teamkapitän. Wie er mit seiner Zunge die Bälle reinknallt, das ist super cool. Okay, dann würde ich sagen, Zeit, das nächste Tor zu erzielen, wenn es uns denn gelingt. Erstmal hier faulen und stoppen. Und jetzt starker Schuss. Ja, mehr oder weniger funktioniert. Ja, oh, Yoshi! Vielleicht sollte ich dich öfters mal wählen. Und ihr seht, er hat auch sowas wie Flügel. Gelbe Flügel. Das ist das Turbo-Kostüm. Die Turbo-Rüstung, damit er sich ein kleines bisschen schneller bewegen kann. Okay, jetzt aber weiter. Mal sehen, was die noch für Tricks drauf haben. Ja, passt zu Donkey Kong. Donkey Kong rüber und wunderbar. Jetzt ist Yoshi am Zug. Erstmal Platz schaffen. Oh, nein, 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 nein. Uiuiui. Ja, umgehauen. Jetzt Donkey Kong. Komm, zeig mal, was du drauf hast. Zack. Und nochmal hinterher. Was? Wie gut das aktuell für mich läuft. 3:0. Als hätte mein Gegner ja gar keine Chance. Ja, da freut sich Donkey Kong natürlich zurecht. Ah, wie stark! Wie stark! So kann das gerne weiterlaufen. Oh, schneller Rückpass. Das war gar nicht mal so übel. Und Peach. Rüber zu Waluigi. Na, das war Yoshi. Nein, das war Luigi, meine ich. Oh, 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 oh. Gut, gut, gut. Und jetzt schneller Wurf. Aber 3:0? Super Start. Wir haben noch mehr als die Hälfte der Spielzeit übrig. Das ist klar. Aber trotzdem, dass wir so schnell 3 Tore schießen... Das hätte ich wahrhaftig nicht gedacht. Aber Achtung, die können einen Hyperschuss einsetzen. Weil das jetzt auch gleich wieder vorbei ist. Oh! Der Nachschuss wäre jetzt so, so schön und wichtig gewesen. Aber es mochte nicht funktionieren. So, jetzt Yoshi, komm. Und zack. Nein, 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 nein. Oh! Aufhalten, aufhalten, aufhalten. Und rüber zu Yoshi. Moment. So, jetzt komm. Zack. Immer noch nicht. Gleich nochmal hinterher. Nicht aufgeben. Immer noch nicht. Und oh, 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 oh. Fallrückzieher. Nein, jetzt komm, 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 komm. Hau rein, Donkey Kong. Eins. Und oh, daneben. Das erste ging daneben. Naja, egal. Komm, Donkey Kong. Vielleicht kannst du trotzdem überraschen und haust den Ball jetzt volle Kanne rein. So. Eingepfeffert und kommen wir durch die Verteidigung. Sind wir stark genug? Und aber, naja, mehr oder weniger. So, dann Toadie. Zeig mal, was du drauf hast. Nein, Bombe! Die Bob-Omb-Bombe, die war echt fies platziert. Oh, 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 3:1. Ich sehe schon. Meine Gegner machen ernst und Peach freut sich natürlich. Zurecht, zurecht. Denn das macht sie mehr als gut. Das war sogar fantastisch. Okay, aber alles gut. Wir haben ja noch einen schönen Vorsprung von genau 2 Punkten. Also selbst mit einem Hyperschuss würden meine Gegner erst einmal ausgleichen und wären noch nicht in Führung. So, okay, 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 okay. Was lernen wir daraus? Unterschätze niemals deinen Gegner. Vielleicht sollte ich nicht lange rumquatschen, sondern mich mehr auf das Spiel konzentrieren. So, Donkey Kong, komm, jetzt sorgen wir für das 4:2. Toadie,
rüber. So, jetzt Achtung. Und, oh, naja, Yoshi, schlaf nicht. Oh, perfekt. Habt ihr das gesehen? Ich dachte, Yoshi schläft und haut nicht raus, aber es hat funktioniert. Oh, Peach muss sich beruhigen. Alles gut, alles gut. Es ist alles wunderbar. Sie hat ihre Atemübungen ausgeführt. Aber finde ich gut. Ich meine, das kann ja schon hilfreich sein. Jetzt, Toadie. Deinen Power-Schuss haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und einmal nach oben geschleudert. Und Zeit für einen Kopfball. Und boom. Einmal durch die Erde hindurch. So stark wird der Ball in die Erde gepfeffert. Aber kommt da auch durch die Verteidigung? Na, nicht ganz. Aber jetzt mit dem Nachschuss von Donkey Kong. Und das ist genau das, was ich immer wichtig finde. Stellt euch mit euren Figuren vorne hin. Denn dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, wenn der Gegner hält, wenn der Torwart hält, mit einem Nachschuss doch noch ein Tor zu erzielen. Das ist so eine kleine Erkenntnis, die ich jetzt in Folge 5 gemacht habe. Oder im Laufe des Spiels sozusagen. Nein, nein, nein. Das war wild. Weg mit dem Ball. Jetzt, Toadie, gib Gas. Gib Gas, mein Freund. Gib Gas, Junge. Du schaffst das. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, bitte haltet mal unsere Gegner auf. Die passen ja hier exzellent von Spieler zu Spieler. So, rüber. Und jetzt habe ich theoretisch gleich nochmal die Chance für einen Powerschuss. Aber mit 5:2 liegen wir auch gut vorne. Oh, ja, 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 ja. Boah, gut, gut, gut. Wir haben den Ball. Alles in bester Ordnung. Und jetzt nochmal richtig schön Schmackes. Richtig schön auf den Putz hauen mit Donkey Kong. Wir holen erstmal Bananenkraft. Dann können wir mit einem Bananenschuss den Ball ins Tor klatschen. Und in den letzten 20 Sekunden soll uns das auch gelingen. So, komm, 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 komm. Und ja, 7:2. Also bisher muss ich sagen, pfeffern wir unseren Gegner hier weg. Der hat ja aktuell gar keine Chance. Was kommt jetzt? Ah, schneller Pass. Ja, weg. Und komm, vielleicht schaffen wir noch ein Tor. Komm, komm, Nachschuss. Nein, leider nicht. Und das Spiel ist offiziell aus. Wir gewinnen mit 7:2. 9 Tore sind in diesem Spiel gefallen. Und die Mehrzahl an Toren, in dem Fall ja 7 eben, für unser Team, für SC Katze. Cool. Ja, dabei waren wir, ja, ein bisschen weniger im Ballbesitz. So, wer hat gewonnen? Die Riders oder die die Barbarians. Wir dürfen jetzt gegen die Barbarians kämpfen. Na gut, dann würde ich sagen, wir treffen uns jetzt natürlich wieder im Stadion. Und ich fühle mich jetzt schon geehrt, ein so starkes Team hier begrüßen zu dürfen. Die Spannung steigt ins Unermessliche hier im Stadion des Pilzkönigreiches. Auf der linken Seite aus dem Portal kommt mein Team heraus. Team Yoshi. Zusammen mit Toadie, Donkey Kong und Mario. Und rechts kommt Donkey Kong ganz frech raus. Mit seinem Spezialhelm. Rosalina, Toad und Waluigi. Auch eine spannende Teamkombination. Na gut. Dinosaurier oder Gorilla? Wer macht das Rennen? Na, schade. Ich dachte immer so, die schnellen Tore sind die Tore, die mich zum Sieg führen. Deswegen dachte ich, ja, das wird ganz gut sein. Achtung, Achtung, schneller Pass rüber. Und jetzt, mein lieber Toadie, wir müssen vorsichtig sein. So, komm, komm, komm. Ja, ja, Nachschuss, Nachschuss, genau, genau so. So können wir die Gegner austricksen. Ein schneller, starker Schlag. Entweder der geht durch oder aber der verwirrt den Torwart kurz. Und in der Zeit der Verwirrung kann ein anderer Spieler eben noch mit einem Nachschuss dafür sorgen, dass wir ein Tor erzielen. Oh, 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 oh. Ja, da sehen wir schon die Trickser. Ja, die spielen hier hin und her und das ist eben nicht umsonst der Trickpokal, um den wir spielen. Und wir sollten ihre Tricks uns vielleicht aneignen. Wir sollten das ebenfalls tun. Und unsere Bälle hin und her passen, um sie zu verwirren und auch den Torwart zu verwirren, um dann letztendlich ein Tor zu schießen. Ja, komm. Nachschuss. Aber der Torwart, der gibt nicht auf. Da sind wir nicht so einfach durch diese Mauer gekommen. Wie geht es jetzt hier weiter?
schneller Ballwechsel hin und her. Das ist echt verrückt. Und nein, gut. So hinterher, Vorsicht, die schleudern die... Nein. 1:1. Toadie sorgt für den Ausgleich. Mit seiner kleinen Rasselbande. Ja, ich sehe schon. Das sind so ein bisschen die Nachteile, denn man weiß nie, was der Gegner im nächsten Moment macht. Aber wie heißt es so schön? Dranbleiben, Gas geben und zu meinem Hyperschuss komme ich jetzt auch nicht mehr. Ja, es lief schon mal besser für uns. Es lief definitiv schon mal besser. Jetzt Mario. Oh. Erstmal freischaufeln und jetzt. Starker Schuss. Ja, nochmal. Oh, nein. Teppichtörtchen. Der wäre so wichtig gewesen für das Spiel, für dieses Match. Aber schon gut. Schon okay. Dann. Rosalina, die macht mir schon ein bisschen Sorgen. Die kann ja auch gut tricksen. Rein von den Werten ist sie da sehr, sehr hoch im Kurs. So, jetzt Yoshi, komm. Hau mal auf den Putz, mein Lieber. Oh! Vor der Explosion durch die Bob-Omp-Bombe kam Yoshi noch zu diesem Powershow. Schaut mal. Zack! In letzter Sekunde noch geschossen und sogar noch getroffen. Also, Yoshi, du bezauberst uns. Unsere Herzen schlagen höher, wenn du hier auf dem Fußballfeld deine Tricks zeigst. Oh, nein. Meine Gegner können einen Hyperschuss einsetzen. Ah, wir müssen ein bisschen auf Zeit spielen, damit sie das nicht tun können. Oh, okay, das war ein Fehler. Lieber nicht auf Zeit spielen, das machen sowieso nur die, die feige sind. Lass uns stattdessen lieber irgendwie nach vorne kommen. Also gut, zack, rüber zu Yoshi und Yoshi direkt weiter. Ja, perfekt. Das war schön. Wir haben zwar kein Tor geschossen, aber das war eine sehr, sehr schöne Kombination, wie ich finde. Und, nein, schnell. Wir müssen den Torwart unterstützen. Oh, dieses Hin- und Herpassen ist echt gefährlich. So, Toadie, jetzt bist du an der Reihe. Zack, rüber. Yoshi, ja. Pausschuss. Können wir nutzen, den Hyperschuss besser gesagt. Aber ich werde immer wieder gefault. Eine letzte Minute. Komm, wir müssen einfach nur das 2:1 halten. Alles andere ist fast schon egal. So, weg mit dir. Dieser Donkey Kong. Gut, komm. Hyperschuss, können wir den noch einsetzen? Ah, nein, leider nicht mehr. Das sind wir leider ein bisschen zu langsam. Aber jetzt, normaler Schuss. Und gleich hinterher. Nochmal Nachschuss. Der Nachschuss war so gut. Gegen den Pfosten und dann ist er reingekullert. Na gut, Donkey Kong. Habt ihr gesehen, wie er gerade auf den Händen gelaufen ist? Sehr lustig. So, perfekt. Gut gemacht. Den Toadie mal gegen den Elektrozaun geschleudert. Und jetzt zack. Oh, Nachschuss wäre jetzt wichtig gewesen, aber keiner meiner Leute war vorne. So, 20 Sekunden Spielzeit. Nein. Oh, Glück gehabt. Gegen die Latte und dann doch noch irgendwie rausgerollt. Und rüber. So, Donkey Kong. Du musst sie stoppen. Nein. Oh, wieder Glück gehabt. Ich habe heute mehr Glück als Verstand. Und die letzten Spielesekunden. Aber das sieht wunderbar aus. Weg mit dem Ball. Wir haben es geschafft. Puh. 3:1. Und da sind die Früchte, die wir zur Belohnung bekommen. Sehr schön. Der Sieg geht an SC Katze. Damit hätten wir die Barbarians besiegt. Und die Barbarians haben gegen wen gekämpft? Gegen die Riders. Und sie haben gegen die Riders verloren. Das heißt, wir dürfen jetzt gegen die Riders antreten. Los geht's. Ich bin super gespannt. Wen haben wir denn jetzt? Das muss ja ein richtig starkes Team sein. Das Stadion ist wieder voll für das große Finale. Und ich muss einfach nur gewinnen. Oder aber mein Gegner gewinnt zweimal, dann kriegt er den Pokal. Es geht, wie gesagt, um den Trickpokal. Ich komme heraus. Und freue mich. Und da vorne haben wir Wario. Team Wario also. Zusammen mit Peach, Bowser und Waluigi. Auch eine sehr, sehr interessante Teamkombination. Gut, wollen wir den anderen mal zeigen, was wir auf dem Kasten haben. Uns sollten sie nicht unterschätzen.
Toni, zack, rüber, Yoshi. Oh, fies gefoult. Ja, ja. Ich glaube, die Riders sind nicht umsonst die Gegner, die... Was? Wie bitte? Schon das erste Tor gemacht? Oh, oh. Das war aber ein schnelles und sehr, sehr frühes Tor im Spiel. Wir haben nur 17 Sekunden auf dem Feld gespielt und schon fiel das erste Tor. Na gut. Dann gehen wir nicht auf und passen gleich auf. So, zack und... Ja, ja, Nachschuss, Nachschuss, der ist wichtig. Leider nicht ins Tor gerollt. Das ist immer so die Sache, die mich so begeistert, weil es am Ende doch noch funktionieren kann. Taste Donkey Kong, weiter. Schön weitergeleitet und jetzt starker Schuss, aber Bum Bum hält. Bum Bum lässt da nichts anbrennen. Okay, aber alles halb so wild. Toni, zack zu Yoshi und Yoshi knallt da mal rein. Ja! Yoshi sorgt tatsächlich für den Ausgleich und Mario ist mächtig sauer. Der platzt schon vor Wut. Mir soll's recht sein. Ich glaube, wenn er wütend ist, dann kann er sich nicht so sehr konzentrieren und lässt sich von seinen Gefühlen leiten. Teilweise ist es okay. Das Adrenalin steigt und ich glaube, die sind ein bisschen, naja, fokussierter im Spiel, aber vielleicht auch nur teilweise, weil zu viel Emotion kann auch schaden. Au, 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 Wario. Jetzt kommt die berühmte Popo-Bombe. Der Popo-Hyperschuss. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Au, 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 au. Bitte, jetzt muss ich halten. Jetzt muss ich... Was? Wie? Aber wie ist das möglich? Wie ist denn der reingebrettert? Ich hatte ja gar keine Chance. Ich habe nicht mal die Möglichkeit bekommen, mit dem Torwart irgendwelche Tasten zu drücken. Das gibt's ja nicht. Ich muss jetzt irgendwie dafür sorgen, doch noch hier zu gewinnen. Also 1-3 hinten zu liegen, ist nicht gut. Aber ja, der Fallrückzieher, dieses schnelle Spiel. Schaut mal hier, zack, zack rüber und jetzt Fallrückzieher. Ah nee, das war eher so ein... seitlicher Schuss von Yoshi. Aber cool. Hat das schön gemacht. Also ich glaube, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ein großer Fan von Wario hier im Spiel. Aber Yoshi gefällt mir auch richtig gut. Also meine Top 3 sind Wario, Yoshi und Prinzessin Peach. Das sind so meine drei Lieblingscharaktere in Mario Strikers Battle League Football. Das ist zumindest meine Meinung. Vielleicht ändert sie sich noch, aber... mit den Spielern, die es im Spiel aktuell gibt, zu Start der Veröffentlichung des Spiels, wo es diese 10 Charaktere gibt, muss ich sagen, ja, das sind so meine drei Lieblinge. Ich könnte jetzt noch keine Top 3 genau wählen, also wer auf Top 3 oder wer auf Platz 3, Platz 2 und Platz 1 ist, aber ja, die drei sind doch ganz oben, hoch im Kurs. So, jetzt aber. Starker Schuss von Donkey Kong. Der ist jetzt enorm wichtig. Der sollte auch sitzen, damit wir noch eine Chance haben. Es wäre sehr, sehr schade, wenn wir diesen Trickpokal jetzt nicht gewinnen. Komm, komm, komm. Der muss rein, der muss rein, der muss rein. Donkey Kong, der muss rein, der muss rein, der muss rein. Und nein! Die haben den doch noch rausbefördert. Boah! Knappe Kiste. Der wäre fast drin gewesen, aber ja, wie gesagt, leider auch nur fast. So, zu 100% hat es dann auch nicht funktioniert. Okay. Dann darüber. Köpfer. Nein, mit dem Köpfer, mit dem Kopfball. 2-4. Oh nein, und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wario freut sich zurecht. 1:16. Wir brauchen jetzt einen Hyperschuss. Enorm wichtig. Oh, was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schnell, schnell, schnell. Wir kommen gleich nicht mehr zu einem Hyperschuss. Schneller Pass, schneller Pass, schnell, Torwart. Donkey Kong, du brauchst jetzt. Oh nein, und ich setze die Banane falsch. 1 Minute noch, weniger als 1 Minute. Nein, Toadie, schnell, schnell rennen. Mach's alleine, du schaffst es alleine. Nein. Jetzt Donkey Kong, brauch einen starken Schuss von dir. Oh, wir müssen noch 2 Tore machen. Okay, 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 nein. Jetzt Hyperball, Hyperball. Holt ihn euch! Nein, die Gegner haben den Hyperball. Also, für den Hyperschuss meine ich.
Oh, okay, okay. Dann darüber. Pass, Pass zu Yoshi. Zu Donkey Kong. Wieder zurück. Und, oh nein, 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 nein. Was machen wir denn jetzt? So, hier rüber. 16, 15. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Jetzt gegen Ende des Matches, gegen Ende des Fußballspieles hier, gegen die Riders, geht alles schief. Wie soll ich bitte in 14 Sekunden noch für den Ausgleich sorgen? Ich kann doch jetzt keine 3 Tore schießen. Oh nein, oh nein. Und das ausgerechnet im Finale. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich verloren haben, was jetzt der Fall ist, 2-5 verloren, haben die Riders die Chance, doch noch den Pokal zu gewinnen. Die Riders, als auch ich, wir beide, unsere beiden Teams haben jetzt nur noch ein Herz. Das heißt, das nächste Spiel entscheidet, wer den Trickpokal gewinnt. Na gut, ich bin bereit. Auch wenn es definitiv nicht einfach werden wird. Das Stadion ist auch bereit. Alle sind am Toben und am Anfeuern. Und jetzt bin ich mal gespannt. So, Toadie, schnell. Oh, perfekt. Toadie ist zwar klein, aber wie sagt man so schön? Aber oho. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. 0-1 für Bowser. Teppichtörtchen, das kann man nicht anders sagen. Mann, so ein Ärger aber auch. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich muss alles geben. So, oh, sehr schöner Schuss. Aber leider nicht ausreichend. So, einmal gefoult und gleich hinterher. Schnell, schnell, Nachschuss, Nachschuss. Nochmal Nachschuss, nochmal. Ich komme nicht durch die Mauer. Das gibt's nicht. Donkey Kong hat es leider nicht gemeistert. Schöner Pass für den Gegner. Oh, 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 oh. Ja, ich hab den Ball wieder gesichert. So, schnell zurück. Schnell wieder auf die gegnerische Seite. Wir müssen für den Ausgleich sorgen. Aber bitte schnell jetzt, Donkey Kong. Lad mal schön deine Schüsse auf. Ich komme nicht durch jetzt. Toad, super gemacht. Das war ein schöner, elektrisierender Schuss. Ich bin hochbegeistert. Okay. Und weiter geht's, in die nächste Runde startet. Peach ist schon mal voller Zuversicht. So, ja, 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 gut. Was ist da passiert? Warum haben die jetzt so schnell ein Tor geschossen? Ich verstehe das nicht. Haben wir etwas so schlecht verteidigt? Die Riders mit ihrem Wikingerhelm. Also wenn es so weitergeht, dann habe ich ein kleines Problem. Dann ist es tatsächlich wirklich zum ersten Mal in diesem Spiel der Fall, dass ich den Pokal nicht gewinne. So, Gas geben und Schuss! Ah, oh, nicht durchgekommen. Wir haben noch gut über 2,5 Minuten Spielzeit. Also noch über die Hälfte der Zeit. Ah, noch ist alles möglich. Leider auch für die Gegner, wollte ich sagen. 1-3. 1-3, wie ist das möglich? Mann, 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 Mann. Aber schnell, jetzt Mario, komm. Sag ja, nicht durchgekommen, nochmal. Nicht durchgekommen, nochmal, nicht durchgekommen. Ich komme nicht durch die Mauer. Der Torwart von meinen Gegnern ist so unglaublich gut. Irgendwas machen wir falsch. Aber warum funktioniert das denn nicht mehr? Irgendwie schaffe ich das nicht mehr. Jetzt komm. Wir dürfen jetzt nicht die Fassung verlieren. Wir müssen den Fokus wahren, konzentriert bleiben und nicht aufgeben. Egal was passiert, alles geben. Sonst werden wir das für immer bereuen, dass wir nicht alles gegeben haben. Also nicht vorzeitig aufgeben. So, komm, 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 komm. So, Donkey Kong. Wenn wir seinen Hyperschuss schaffen, dann wäre das richtig gut. Nein! Oh, danke, Torwart. Du hast gerade das Tor gerettet. Fast wäre es zu einem 4-1 für die Gegner gekommen. Ja, Nachschuss, Nachschuss. Selbst der Nachschuss hat nicht gesessen. Langsam bin ich ein bisschen nervös. Noch 80 Sekunden. Okay. Ja, ja, ja. Nein, gut, 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 gut. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt befördert den Ball doch mal raus.
schnell. Jetzt Toadie. Was? Das kam jetzt unerwartet. Nein! Schnell, schnell, nach vorne. Wir brauchen den Hyperschuss, den Hyperschuss. Jetzt, meine Chance ist gekommen. Und eins und zwei. Ja, das wird ein starker Schuss. Komm, 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 Toadie. Kopfball. Der hat es in sich. Einmal durch die Erde hindurch. Und jetzt sorgen wir für den Ausgleich. Bitte, 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 komm da durch, komm da durch, komm da durch. Nein! Ich hab's nicht geschafft. Dabei sah der so gut aus. Oh nein, Yoshi, jetzt schnell. Rüber. Nochmal rüber, nochmal. Nein, nein, nein. Oh, ich wollte eigentlich schießen. Falsche Taste gedrückt. Kopf. Oh nein, nein, nein. 30 Sekunden Spielzeit. Ich muss einen Hyperschuss machen. Ich muss einen Hyperschuss hinkriegen. Ich schaff das noch, ich schaff das noch. Komm, komm, komm. Jetzt Donkey Kong. Jetzt schnell ein. Ich brauche schnell einen Pass, genau. Jetzt rüber. Banane einsetzen. Na, kommt her. Ich muss schnell schießen, ich muss schnell schießen. Jetzt. Eins und zwei. Oh, der war nicht perfekt. Der war leider nicht perfekt, aber vielleicht reicht das ja trotzdem aus, um doch noch zu einem Golden Goal zu kommen. Und aber natürlich zuvor zum Ausgleich. Ich muss nur noch da durch. Schnell durch die Mauer, durch die Mauer, durch die Mauer, durch die Mauer. Bitte, bitte, bitte. Nein, das gibt's nicht. Wir haben verloren. Der Sieg geht an die Riders. Nicht nur der Sieg, sondern auch der Trickpokal. Ich habe tatsächlich verloren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schade. Bleibt katastrophisch.